Heute gibt's Maultaschenauflauf im Opti-Grill und ich zeige euch, wie ihr dieses leckere Gericht im Opti-Grill nachmachen kann. Ich bin Benny, der Opti-Griller, und ich mache alles im Opti-Grill. So habe ich hier Maultaschen da, Mozzarella, Champignons, Sahne, ein bisschen Weißwein, Rinderbrühe, ein paar Gewürze, Öl und ein bisschen Stärke aufgelöst in Wasser. Und im ersten Schritt werden die Maultaschen klein geschnitten in Streifen. Einfach schön so kleine, schmale Streifchen hier so. Und die Backschale heizt sich schon mal vor, und zwar im manuellen Modus, denn mit Backschale könnt ihr nicht die Automatikprogramme benutzen, sondern immer nur den manuellen Modus. Und da stellt ihr jetzt hier einfach die volle Stufe ein. Das ist beim Elite und Elite XL 270 Grad. Wenn ihr einen Vorgänger habt, dann die Stufe Rot. Das sind jetzt 600 Gramm Maultaschen, kleingeschnitten. Wir schauen mal, ob das bei der XL-Backschale passt. Die genauen Mengenangaben werde ich euch nochmal unten in die Videobeschreibung reinpacken, dass ihr sie dann auch so nutzen könnt. Und da werde ich es dann auch korrigieren, falls es ein bisschen zu viel war. Aber ich denke, das wird ganz gut hinhauen. Der Opti-Grill ist fertig vorgeheizt. Jetzt machen wir ein bisschen Öl in die Backschale. Und als erstes kommen die Champignons rein. Die habe ich hier schon so klein geschnitten in Scheiben und nochmal halbiert. Und die werden jetzt erstmal für 2 Minuten angebrutzelt. Dazu stelle ich mir hier den Timer. Nach 2 Minuten mache ich das einmal auf. Jetzt einmal so ein bisschen durchgemischt. Und ich schaffe jetzt hier ein bisschen Platz für die Maultaschen. Die kommen jetzt hier auch direkt rein. Deckel zu. Jetzt wieder den Timer einstellen. Den Timer stelle ich jetzt auf 8 Minuten. Die Hälfte der Zeit ist jetzt um. Dann wende ich das jetzt mal und mache Tomatenmark mit dazu. Einfach so ein bisschen durchrühren. Und jetzt verteile ich hier einfach so ein paar Kleckser Tomatenmark. Der darf ruhig auch gerne ein bisschen mit anbrutzeln. Ich schätze mal, das sind jetzt hier so 2 Teelöffel. Deckel zu und die restliche Zeit laufen lassen. Das sind jetzt noch 3 Minuten. Jetzt wird es nochmal ein bisschen durchgerührt, damit sich das Tomatenmark nochmal ein bisschen verteilen kann. Und jetzt lösche ich das mit einem Schluck Weißwein ab. Und lass es mal so 1-2 Minuten offen köcheln, dass es sich wieder reduziert. Jetzt kommt ein Glas Rinderbrühe dazu. Dann 400 Gramm Sahne. Und damit es auch ein bisschen andicken kann, mache ich hier noch ein bisschen Maisstärke rein. Ich habe 1 Teelöffel in ein bisschen Wasser aufgelöst und verteile das jetzt hier nochmal in der Backschale. Dann wird es gewürzt mit Salz, Pfeffer. Und Paprikapulver. Und jetzt wird der Deckel zugemacht und das nochmal 10 Minuten köcheln gelassen. Acht Minuten reichen hier schon. Das ist jetzt einmal gut aufgekocht. Dadurch kann die Stärke sich auch hier so ein bisschen, quasi die bindet dann die Soße, dass sie ein bisschen dicker wird. Und jetzt kommt eigentlich nur noch der Part mit dem Überbacken. Das heißt, ich gebe noch ein bisschen Mais oben drauf. Ist natürlich optional, nicht jeder mag Mais. Jetzt
100 Gramm. Und jetzt zum Überbacken nehme ich Mozzarella. Und zwar habe ich da so 2 Packungen genommen. Das sind diese Mozzarella in Lake. Das sind dann in Summe 250 Gramm netto Mozzarella. Also nicht netto der Supermarkt, sondern das Gewicht. Boah, sieht schon super lecker aus. Deckel zu. Den manuellen Modus stellen wir jetzt von der Stufe runter. Denn jetzt brauchen wir keine 270 Grad mehr. Wir gehen jetzt auf 220 Grad. Das ist der manuelle Modus in der Stufe Orange, falls ihr einen anderen Opti-Grill habt. Und jetzt stelle ich den Timer auf 30 Minuten. Beziehungsweise ich gehe direkt fürs Überbacken hier auf 180 Grad. Die halbe Stunde ist jetzt rum. Ich habe am Ende auch noch mal ein bisschen runtergedreht. Beziehungsweise, ja, es ist leider was passiert, was nicht passieren sollte. Es ist ein bisschen was übergeschwappt. Ist natürlich der Worst Case. Das heißt, von den Zutaten rechne ich es euch runter. Da muss man auf jeden Fall weniger Rinderbrühe, weniger Sahne nehmen und dann passt das. Also ich sag mal so 300 Milliliter Rinderbrühe und 300 Milliliter Sahne, dann sollte es passen. Ich werde es auf jeden Fall nochmal testen, bevor ich das Rezeptbuch veröffentliche. Aber es sieht trotzdem sehr lecker aus und das sollte man dann halt ein bisschen im Blick haben oder einfach ein bisschen weniger Menge nehmen. Ich nehme es jetzt auch direkt raus, die Backschale. So kann man sie nämlich dann direkt auf den Tisch stellen als Servierpfanne. Den Opti-Grill habe ich ausgemacht. Und ich mache mir jetzt eine Portion auf den Teller. Und für mich kommt jetzt noch ein bisschen Chiliflocken oben drauf. Man sieht es von der Soßenkonsistenz, es hätte noch ein bisschen mehr angedickt sein können, also ein bisschen mehr Maisstärke nehmen. Oder weniger Flüssigkeit, was ich sowieso vorhabe. Also statt 400 Milliliter 300 Milliliter Rinderbrühe, statt 400 Milliliter Sahne nur 300. Und dann sollte das schon ein bisschen dicker sein. Jetzt muss ich das nur noch probieren. Also lecker ist es auf jeden Fall. Die Pilze geben schön Geschmack da rein. Und Sahne und Käse, Rinderbrühe. Es muss eigentlich schmecken mit Maultaschen. Maultaschen sind sowieso lecker. Also große Empfehlung, es nachzumachen. Lecker.